So, dann machen wir jetzt mal mit Mission 3 weiter. Gehen Sie aus? Ramshackle. This is a peaceful land, but a poor one, since its defender, Lord Avaricious, has frittered away his riches. If you can amass enough gold, he will surely be tempted into leaving his fortress and attacking you personally. Build a workshop, and fill your realm with fiendish traps and doors to protect your hard-won treasuries. Lure this fool to his doom, and claim his portal gem. Ja, also dieses Mal wird's etwas herausfordernder, sag ich mal, obwohl das wahrscheinlich immer noch mehr oder weniger Tutorial-mäßig ist. Dieses Mal müssen wir nämlich das ganze Gold im Land ausgraben, um den Lord auszukriegen. Hier sieht man auch schon schön, der Titel der Mission ist Gier. Legen wir los. Lord Avaricious hides within his fortress proud. He's well defended, but gold's his weakness. To lure him from his stronghold, mine all the gold within his realm. Treasury. Workshop. Sentry trap. Wooden door. Ja, also das erste, was wir machen, ist wie immer loslegen. Erst einmal ein Bereich für den Schlafsaal freigraben. Und dieses Mal machen wir gerade nebenan ein Feld für die Hühnerfarm. Hier haben wir auch schon den Workshop-Tab, also hier können wir, wie man sieht, hier können wir schon Holztüren und Kanonenfallen bauen, soweit wir eben einen Workshop gebaut haben. Eben haben wir für den Anfang schon genug. Wie man sieht, hat sich auch hier jetzt ein bisschen die Ästhetik von unserem Startraum geändert. Also das Dungeon-Herz ist jetzt nicht mehr vollkommen von der Wand eingeschlossen, sondern wir haben hier so einen Wassergraben dazwischen. So, jetzt können wir hier schon mal den Schlafsaal bauen und hier die Hühnerfarm. Aber bevor ich jetzt das Portal freigrabe, baue ich mir gleich auch noch die Bibliothek hier drüben rein. A workshop should be built, so trolls will come and use it for their fabrication, benefiting you with traps and doors to help defend your underground creation. Ja, genau, wie er gerade gesagt hat, wir sollen einen Workshop bauen, um Trolle anzulocken, die uns dann Fallen bauen. Den können wir ja dann woanders hinbauen. Den können wir zum Beispiel dann hier hinbauen, hier so in dem Bereich, wo wir dann das Gold rausmeinern. Hier drüben baue ich unsere Schatzkammer nachher hin. Weil wenn wir schon so viel Gold in dieser Mission sammeln müssen, brauchen wir auch einen Platz, wo wir es sammeln. Unser Dungeon-Herz kann ja maximal 16.000 unterbringen. Unser und eine Schatzkammer. A treasury allows more gold to be amassed. If placed near seams of gold, your imps will not have far to carry it. Recall, your dungeon heart will only hold a sum of 16.000 gold. So build a treasury for the excess to amass. So, diese Schatzkammer hier kann jetzt nochmal 27.000 aufbewahren. Das dürfte eigentlich ausreichend sein. Jetzt bauen wir hier die Bibliothek noch rein.
Und dann können wir uns hier zum Tele, zum Portal durchgraben. Das Ganze hier mache ich noch etwas größer. Und dann kann ich hier einen Workshop reinbauen. Wie man schön sieht, mit Schmieden, Schmiedeöfen, wo die Trolle dann Türen und Fallen bauen können für mich, die jetzt auch schon freigeschaltet sind. You have claimed a portal. The swift knight Firefly's ascension as an airborne scout. His eyes are yours to penetrate dark places and report. Ah ja. Jetzt habe ich hier den Scout gekriegt, also meine Drachenfliege, meine Feuerfliege, meine Riesenlibelle. A troll arrives, attracted by the splendor of your workshop. His craftsman skills are set to serve you well, as one whose toil will make both traps and doors for you to use in your defense. 'Tis well built. Now choose the hammer tab to see the workshop panel, then select the symbol for the sentry trap. The tile which flashes near your dungeon heart is a good place as any for a sentry trap. A new species of creature has entered your dungeon. So, jetzt kriege ich die kurze Tutorial-Information, wie ich eine Falle aufstelle. Also ich soll hier an der blinkenden Stelle eine Kanone hinbauen. Now watch. Your trolls will fabricate the trap, then imps will take it to its designated place. Ja, also wie er gerade gesagt hat, unsere Trolle werden jetzt, also a new species of creature has entered your dungeon. Ja, da kommt unser erster Goblin. Sehr schön. Also der Troll stellt jetzt hier unsere Falle her. Sieht man hier auch schön, wie die Zeit abläuft. Je mehr Trolle wir halt haben, desto mehr Fallen können wir auf einmal bauen. Augenblick. A sentry trap has been created in your workshop. Im Augenblick gibt's nur die eine. So, jetzt wird hier eine Kiste hingestellt, die wird von einem Imp abgeholt und der baut dann die Falle auf. Sentry traps will only fire if sufficient is your mana for their power. Ah ja, und hinzuzufügen ist, dass solche Kanonenfallen halt auch Mana verbrauchen. So, jetzt brauche ich mal einen Trainingsraum. Den können wir ja hier bauen. So, die Größe sollte reichen für einen Trainingsraum. Das ist schon etwas zu groß. Nehmen wir das hier weg. 4x4 hat er ja gesagt, sollte reichen. Und schon haben wir Probleme. Wir haben einen murischen Zwerg entdeckt. Der wird aber sofort von unserer Kanone unter Beschuss genommen. Und ist tot. Nun gut, wir können aber trotzdem unseren Trainingsraum hier hinbauen. Und hier dann ein paar Fallen platzieren. Well, your wooden doors in narrow tunnels to slow down hostile enemies as they invade. Hier bauen wir mal eine Tür hin. Has become unhappy because he has no lair. To lure Lord Avaricious from his stronghold, mine all the gold within his realm. Ja,
Hier können wir uns anzeigen lassen. Können wir halt einstellen noch die Anzeige über unsere Kreaturen, wie glücklich sie zum Beispiel gerade sind. A wooden door has been created in your workshop. Ja, sehr schön. Jetzt haben wir die Holztür hier oben. Die schützt uns ein bisschen. Das Gebiet hier haben wir in Besitz genommen. Bauen wir hier einen Trainingsraum hin. So. Your doors are locked with one left click upon. Lock trolls within your workshop, then watch them work without distraction. Although in time, they'll yearn for sleep or food. Oh ja, jetzt hat er uns gerade gesagt, wie eine Art gesagt, wie wir leicht grausam sein können, indem wir einfach unsere Trolle im Workshop einsperren. Aber das machen wir nicht, das wäre etwas unfreundlich. Hier haben wir jetzt gegnerische Kanonen, die sind... Your Create Imp Spell has been upgraded. Ja, danke. Die sind etwas... können etwas garstig sein. Deswegen sollten wir gucken, dass wir sie vermeiden und lieber den Feind rauslocken, indem wir das Gold hier wegminern. Aber bevor wir das machen, nochmal kurz hier zu der Übersicht. Also hier können wir uns die... unsere Kreaturen ans, halt filtern lassen. Also erstmal die Gesamtzahl, dann die Jobs, also wer gerade arbeitet, wer kämpft, wer nichts zu tun hat, beziehungsweise wer wer gerade einen Random Job macht und wer nichts zu tun hat. Dann die Kämpfe natürlich, wer angreift, wer verteidigt, wer auch nichts zu tun hat und natürlich, was am wichtigsten ist, nach der Glücklichkeit. Und zwar werden unsere Kreaturen erst unglücklich und dann grantig und wenn sie zu lange grantig sind, dann hauen sie halt durch das Portal wieder ab. Am schlimmsten können sie grantig werden, indem sie halt kein Bett haben oder nichts zu essen abkriegen. Also gerade eben zum Beispiel hat sich einer der Magier beschwert, dass er kein Bett hatte, was halt blöd war, weil er sich noch keins aufgestellt hat und gleich studieren gegangen ist. Hätte er nicht unbedingt tun müssen. So, jetzt bevor wir anfangen das Gold auszugraben, stelle ich lieber noch ein paar Fallen hier auf. An ein paar Stellen, an denen es nützlich ist. So, die dürften reichen. Die vier Stück. Und dann lasse ich mal gleich mal meine Imps das Gold hier ausgraben, weil ich glaube, das brauchen wir dringend demnächst. Da ist so ein Heldeneingang, wie man sieht, durch den ist zum Beispiel jetzt gerade dieser eine Held hier reingestapft und hat angefangen rumzuschnüffeln. So, meine Trolle arbeiten jetzt an den Kanonen. Meine Magier und Goblins trainieren so gut sie können. Beziehungsweise die Magier verbessern noch mein Trap has been created in your workshop. Beziehungsweise meine Magier versuchen noch den Blitz zu verbessern, sofern sie die Gelegenheit dazu haben und nicht gerade beim Trainieren sind. Nein, den graben wir noch nicht aus. Den graben wir dann aus, sobald die Fallen aufgestellt sind und ich meinen Blitz erforscht habe. Wie man sehen kann, je mehr Trolle in den Werkstätten arbeiten, umso schneller werden die Fallen produziert. Also wenn gar keiner arbeitet, so wie jetzt gerade, wird halt gar nichts produziert. Hier oben kann ich mir anzeigen lassen, im Augenblick können insgesamt 7 Trolle arbeiten und es können 27 Fallen hier deponiert werden. Also falls die Imps ausgelastet sind, dass die können nur eine bestimmte Anzahl an Kisten hier im Workshop rumstehen.
So, mein kleiner Dungeon sieht eigentlich... A sentry trap has been created in your work.